Schönen guten Tag und hallo und herzlich willkommen zurück zu Beers Inside. Ich habe mich hier nur verlesen, gerade in dem Text, der gerade hier vorkam, deswegen lache ich. Tut mir leid, falls ich mich ein bisschen verschnieft anhöre, ich weiß nicht, ob es eine Erkältung wird oder der Heuschnupfen mich erreicht hat. Ich hoffe zweiteres nicht, ich hoffe aber auch ersteres nicht, weil ich kann es mir nicht leisten eigentlich. Egal, wir gucken, wie es weitergeht. Ich werde auch nur das Kapitel jetzt mit Adam machen, weil ich keine Lust habe, mich wirklich sehr zu gruseln. Ja, dann hätte ich auch eigentlich was anderes aufnehmen können, ich weiß schon, klar. Aber ich will dieses Spiel ja auch irgendwann weitermachen, auch wenn es irgendwann, wenn ich mich zu sehr grusel und wieder eine Phase habe, in der ich keinen Horror ertrage. Ich habe auch diese Phasen, auch wenn ich Horror liebe. Das pausieren werde und andere Spiele spielen werde. Ich habe schon was im Kopf, was ich spielen werde. Ich stelle nur gerade immer wieder fest in der Facecam, ich kann mich halt sehen. Ich habe das Kleinbild, dass ich in der Facecam gerade verdammt wie meine Schwester aussehe. Ich gar nicht, aber egal. Ich sehe gerade aus wie meine Schwester. Das könnte hier mal geil aussehen. Ich hoffe nur, das Kapitel hier mit Adam ist jetzt nicht schnell vorbei, weil sonst heule ich. Ich habe keine Lust auf Horror gerade. Ich fange schon wieder an, Angst vor Horror zu haben. Als Horrorliebhaber. Geht's nicht her? Aber ich kenne Beweggründe dafür. Ja, da. Jetzt fehlen nur noch Elizabeth und... Wie hieß er? Verdammt. Wie hieß er? Jonathan! Jonathan hieß er! Elizabeth und Jonathan da oben. Müsste ich eigentlich mal photoshoppen. Wie komme ich da hin? Verdammte die Kacke. Ah, hat sich erledigt. Oder muss ich ins Wasser? Aber er will ja nicht ins Wasser. Er will sich ja nicht die Füße nass machen. Wenn sich nichts anderes nass macht, soll mir das egal sein. Hör auf damit! Mein Handgelenk zickt irgendwie rum. Ich weiß nicht wieso. Und auch nur so lange, wie ich... Du zeigst mir den Weg? Nur so lange, wie ich jetzt zocken will und es länger auf dem Gamepad drauf habe. Jesus fucking Christ, they're really hanging here. Someone actually did murder these people and leave their bodies here in this fucking godforsaken place where Emma and I just happened to move. Fuck, 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 fuck. Damit habe ich nicht gerechnet. Are you coming to the tree? Death to traitors. Some psycho thought these people were traitors, but why? Went on some McCarthyite commie witch hunt. Was that really what it was about? Or maybe it's some kind of provocation aimed at me. Well, it's said that they have hung three. Der Text passt sogar. Es sind drei. Eins, zwei, drei. Na, wer weiß, so ist das Lied. Die Melodie ist falsch, ich weiß. Ich habe irgendwann vor... Wann kamen die Filme raus? Weiß ich nicht, ich war noch in der Schule. Also mindestens vor einem Jahrzehnt. Oh Gott, so lange bin ich schon aus der Schule raus. Eigentlich was, was keinen interessiert und niemanden was angeht. Habe ich eine Version von diesem Lied gesehen gehabt und ich fand die so schön. Ich finde die nie wieder. Jedes Mal, wenn man das Lied sucht, findet man nur diese Remix-Version, die auch im... Lief sie im Radio oder tat sie nur so? Weiß ich nicht. Lief. Und ich mag die Remixed-Version nicht, die jeder so hypt. Kenne ich euch? Der Joker. Sieht echt aus wie der Joker. Wie der Schauspieler von dem Joker. Er hat wenigstens noch die Hände zum Gebet gefalten. Es soll wahrscheinlich zusammengebunden aussehen, tut's aber nicht. Sieht echt aus wie der Schauspieler von dem Joker. Frag mich nicht nach dem Namen, ich kann mir doch keinen Namen merken. Strange. Ich wollte gerade weiter singen, du doofe Sau.
Things will happen here, no stranger will be. Ne, ich mach jetzt meine eigene Quatschmelodie dazu, nicht wundern. If we... Weiter kann ich den Text gerade nicht, verdammt. Scheiße. Have met here on the hanging tree? Ging der Text so? Ich konnte ihn mal auswendig, verdammt. Ich hatte ihn dann gelernt, als ich das Buch gelesen habe. Na, wer weiß, was ich meine. Würde mich jetzt mal interessieren. Das Spiel schickt mich jetzt nicht immer wieder zu der Brücke hin. Nein, oder? Das wäre strange. Yeah. Oh, ich habe das nicht gesehen. Oh. Ich wollte da rüber. Kann ich wohl nicht. Ich bin doch so in Gedanken wegen dem Liedtext. Die dritte Strophe, die kann ich jetzt gerade. Aber mir fällt nicht das Ende von der ersten Strophe ein. Oh, ich schwitze jetzt schon. Ich habe gerade zu warm gegessen und spiele jetzt Horror. Keine gute Kombination. Oh, Mann, ich will an den Turm da. Komme ich da irgendwie hin? Ein Wind zieht auf. Das tat er gerade noch nicht. Also solange ich nicht verfolgt werde, ist alles gut. Da bin ich gerade rübergegangen. Alles gut, nichts passiert. Wir müssen nicht in Panik verfallen. Wir spielen gerade Adam und nicht Nicholas. In Adam passieren nicht so... Ganz die Grauenhaftigkeiten. Ich fange schon wieder an, mich zu versprechen. Ich habe einen Fleck auf dem Bildschirm, der genau auf meiner Facecam ist. Das sieht aus, als hätte ich hier einen Muttermal. Sehe ich jetzt gerade. Ich muss unbedingt den Bildschirm mal sauber machen. Wie geht denn dieser verdammte Songtext? Mir fällt gerade echt die zweite Strophe nicht ein. Ach so, ich habe mich vertan. Are you coming to the tree? Where they hung one man, they said who murdered three dozens. Ich habe den Songtext falsch gesungen. Es ging um diesen Mann, der drei ermordet hat, weswegen er gehängt wird. Das ist keine Mine, oder? Ja, Adam geht gerade so weinend. Kann ich den Baum hochkraxeln? Strange things will happen here. No stranger would it be. If... Der Songtext hat mich wieder verlassen. Scheiße. Setz mir mal jemand ein anderes Lied im Kopf, was ich auch singen kann, wo ich den Text kenne. I'm a Scatman. Nein, Scherz. Da gibt's ein Video zu Scatman, das ich jedes Mal... Wenn ich schlechte Laune habe, dann muss ich das anmachen. Weil es so süß ist, dieses Video. Es ist nicht das original Scatman-Video, es ist ein anderes. Was kann ich denn noch singen? I'm happy, I'm feeling glad, I got sunshine. Entschuldigung, das war das erste, was mir einfiel. Da kenne ich auch den ganzen Text. The essence, the basic. Without it, you make it along me. Weil ich eine Stelle in diesem Lied mag.
Ich glaube, ich muss dahin. Ich will aber nicht in die Mine. Wie fangen wir da mit der Hitparade an? Wer haut denn nochmal ein Lied raus? Ich laufe doch nicht falsch. Ich sehe den Pfeil. Guten Tag. Ich bin die Neue. Kann ich nochmal zoomen? Nein, ich kann nicht zoomen. Gut, dann nicht. Ich will nicht in die Mine gehen. Nicht in die wilde Mine. Was steht da? Nix. Ich dachte, da steht was. Ich will nicht in die Mine gehen. Ich will echt nicht in die Mine. Ich will nicht in die Mine. Habe ich keine Taschenlampe? Adam! Mach mal die Taschenlampe an. Bahne dir einen Weg durch die Höhle. Ich will nicht mal rein in die Höhle. Ich hasse Höhlen. Das ist so eng und feucht. Entschuldigung. Nein, darauf wollte ich nicht hinaus. Es ist so eng und kalt. Darauf wollte ich hinaus. Nein, hier geht jetzt nicht gleich was hoch. Nicht wie beim Metro. Wir sind nicht beim Metro. Oh mein Gott. Ich habe mich mehr vor der Musik erschrocken als vor der Person. Ich sag ja, ich bin nicht für Horror gemacht gerade. Deswegen spiele ich auch momentan so viele harmlose Bilder. Spiele. Oh Gott. Oh Gott. Ich nehme das übrigens 2 Wochen im Voraus auf. Oh mein Gott. Wo ist es? Nein. Oh. Oh. What is going? Aber ich bin doch jetzt gerade Adam, oder nicht? They must have poisoned me, but how? Coffee. They must have slipped something into my coffee, or maybe all those transmitters or some kind of emitters to mess with my mind. Ja, Thomas, ist doch weg. Wir sind doch. Ja, wir sind Adam. Einatmen und gleichzeitig sprechen ist keine gute Idee. Nein, falsche Taste. Wir sind doch Adam. Doch, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Ich sag, ich bin gerade nicht für Horror gemacht. Horror ist gerade wieder mein schlimmster Feind. Ich glaube, Silent Hill oder so wäre okay, was ich kenne. Wo ich keine Angst vor habe. In Silent Hill gibt es echt wenig, also in der kompletten Reihe, wovor ich Angst habe. Ja, weil es ist wahrscheinlich mehr, weil es mehr Psycho-Horror ist. Abgesehen von den gewalttätigen, sehr gewaltsamen Spielen. Aber von 2 sehr gewaltsamen Spielen? 3 zählt nicht als Gewalt, also. Das zählt auch als Psycho. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich muss doch nicht da runter, oder? Bitte, sag nein. Mag ich nur 1. Mag nämlich Homecoming nicht. Silent Hill Homecoming, by the way. Der Plot wäre so gut, aber er ist so schlecht dargestellt. Meiner Meinung nach. Andere Leute können anderer Meinung sein. Komm ja nicht durch, Adam. Geh mal da durch. Ich dachte gerade für einen Moment, da steht jemand. Lass das. Ich muss nicht über eine wackelige Hängebrücke, oder? What the fuck is wrong with you? Der Wasserfall. Ist schön. Einmal schön für Screenshots. Warte. Einmal schön für Screenshots. Sorry. Da auch. Einmal schön für Screenshots. Ich wackel schon mit. Kann ich darüber rennen und dann ist alles gut. Ich meine, dann wackelt es noch mehr, aber... Ich will das nicht. Ich habe Angst vor Hören. Ich sag's immer wieder.
guck doch nicht runter. Ich mach mich hier gerade ein bisschen zum Affen, I know. Damn, they're good. Gotta give them that. They're trying to break me, but I know there's so many tricks. I won't let them know I saw them though. I'll play their game, but on my rules. Diese Man, da 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 da. Klar, jetzt geht meine Rolle runter. Kann den Text nicht. Okay, hier weht ein Wind her. Muss wahrscheinlich da lang, ja? Das ist meine beschissene Sackgasse. Warum kann ich Vettel wieder spielen? Vor Vettel habe ich auch keine Angst. Nein, ich bin nicht pieselig deswegen gerade, weil ich kein Horror spielen kann. Gott! Mag Horror. Strange things will happen here. No stranger would it be if we met after midnight in the hanging tree. Ich singe nicht richtig, ja, ich weiß. Aber es ist mir gerade so egal. Boltcutter? Ja, das läuft hervorragend. Mir fällt kein Lied ein. Habe ich einen Stein hier, den ich werfen kann? Oh, willkommen bei Amnesia. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wie soll ich denn den Code wissen? Es muss ein sechsstelliges Wort sein. Haben wir denn das ganze Alphabet hier? Nein. Das Wort, was ich gerade dachte, geht nicht. Satan. I'm sorry. Es war ein Scherz. U gleich B. Was? Habe ich mehr solcher Hinweise schon verpasst? Nein. E, Mann. Aber es macht keinen Sinn. U gleich B. Von wo kommt's hin? Oh, das ist doch wieder diese Scheiße mit dem... Fuck. Was wir machen mussten mit den Dings. Ich hab da keinen Bock drauf. Ich kann das nicht. Ich hab das nicht verstanden. Kann ich ins Wasser? Ja. Aber hier schon Ende. Sehe ich irgendetwas? Gott, ich habe das Gefühl, ich kriege keine Luft. Was soll ich jetzt hier unten? Ja, schöne Lampe, nicht? Ja klar, so ein Stein hält mich auf. Das war nur ich. Da wartet niemand hinter der nächsten Ecke auf mich. Du fällst nicht rein. Ich sagte nicht. Das ist Scheiß. Vielleicht passe ich da nicht mehr durch. Wow. U gleich B, aber es macht keinen Sinn. Kann ich nichts?
Okay, das wird wohl doch eine längere Aufnahme als gedacht. Ich dachte, das braucht hier vielleicht eine Stunde, Dreiviertelstunde. Aber wenn es so in dem Rage endet, wie das Rätsel mit den Decoding, dann wird das hier ewig dauern.